Am Ende waren es nur 9 Minuten. 9 Minuten, in denen der Attentäter 3 Menschen getötet und 23 weitere Menschen aus 9 Nationen verletzt hat. 9 Minuten, an die, ein Jahr nach dem Terror im Wiener Bermuda-Dreieck, Dienstagvormittag Bürgermeister Michael Ludwig in mehreren Facetten an einem der Tatorte erinnert. 9 Minuten lang konnte dieser Terrorist unterwegs sein und seine tödlichen Schüsse verbreiten. 9 Minuten war aber auch ein Erfolg der Wiener Polizei, gemeinsam mit vielen anderen, die in unserer Stadt unterwegs waren, um diesen Terrorakt einzudämmen. 9 Minuten, die aber auch Fragen aufwerfen. Etwa, wieso konkrete Hinweise auf den Täter im damaligen Bundesamt für Verfassungsschutz zu keinen konkreten Schritten geführt haben. Etwa, wieso danach zwar dem politischen Islam der Kampf angesagt worden ist, zugleich aber völlig unbescholtene und dem Geist der Religion folgend friedliebende Menschen und Einrichtungen an den Pranger gestellt werden. Etwa, ob so etwas wieder passieren kann und, bis auf Zufallstreffer, überhaupt verhindert werden können. Etwa, welchen Trost man Angehörigen und Freunden der Opfer geben kann. Bürgermeister Ludwig zitiert aus einem zur Terrornacht verfassten Gedicht der Vorarlberger Autorin Monika Helfer. Es gibt keinen Trost. Es gibt die Hand zum Trost. Und diese Hand zum Trost wollen wir als Wiener Stadtregierung, als Wiener Landtag, Gemeinderat Ihnen vermitteln, so wie hunderte Wienerinnen und Wiener und Gäste in unserer Stadt, die durch tausende Kerzen und Blumen viele andere Gegenstände hier an diesem Ort zum Ausdruck bringen wollten, wie sehr wir diesen Terrorakt verurteilen und vor allem den Familienangehörigen Trost vermitteln wollen. 9 Minuten am 2. November 2020 haben aber auch eine andere Seite Wiens gezeigt. Junge Männer, selbst zugewandert und Muslime, die einen verletzten Polizisten aus der Schusslinie bringen. U-Bahn, Straßenbahn und Buslenker, die trotz der Gefahr weiter Menschen aus der City fahren. Privatwohnungen, Hotels, Geschäfte und Theater, in denen andere Schutz finden. Es hat viele Gedenkmomente gegeben. Ich möchte an einen besonders auch erinnern, als Kardinal Schönborn im Stephansdom eingeladen hat, alle Religionsgemeinschaften, aber auch alle Menschen der Zivilgesellschaft, um gemeinsam zu gedenken. Also ein besonderes Miteinander. Vielleicht auch jener, der Öffentlichkeit unbekannt gebliebene Anrainer, der dem Attentäter ein beherztes »Schleich dich, du Arschloch« nachgerufen hat. Auch er, kein echter Wiener, dem doch das goldene Wiener Herz in der Brust zu schlagen scheint, das solche Anschläge vielleicht nicht verhindern, aber ihr Ziel, zu spalten und Hass zu verbreiten, verpuffen lassen kann.